So, meine Freunde, und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Football Manager 2018. Wir stehen jetzt kurz vor dem wichtigen Spiel gegen Juve und ich will euch nicht zu lange auf die Folter spannen und würde deshalb sagen, wir starten direkt mit dem Spiel. Die Aufstellung ist alles, ist soweit in Ordnung und let's go. So, das andere Spiel ist Atletico Madrid gegen Juve, gegen Arsenal. Da bin ich mal gespannt. Bisschen leidenschaftlich hier. Sehr gut. Alle sind motiviert. Jetzt haben wir wieder die PC-Boxen an. Jetzt nicht mehr. Und wir können jetzt starten. Ich bin etwas aufgeregt. Und hoffe, dass meine Mannschaft eine gute Leistung bringen kann, denn das brauchen wir auf jeden Fall. Auch wenn wir heimstark sind, das ist Juventus Turin. Darf man nicht vergessen. Und das ist halt das Viertelfinale der Champions League. Wir haben die Riesenchance aufs Halbfinale, ja, unter den besten vier der Welt zu gehören. Und diese Chance sollten wir nutzen. Guerrero. Ja. Guerrero. Abseits? Kein Abseits? Och, Mann. Schade. Aber sowas kann Auftrieb geben. Jetzt wohl die erste Chance für Juve. Marquisio. Das war jetzt nicht so gefährlich. Von auf Chiellini, die zwei Altmeister. Richtig gute Spieler. Weltweit bekannt, würde ich mal sagen. Ne? Die kennt jeder, vor allem Buffon. Reus, Klaassen. Komm, komm, komm. Piszczek ist eine tolle Flanke auf Oban Kopfballtor, oder? Oder so. Nein? Okay, dann nicht. Eine neue Chance. Schürrle. Aber auch nur ein Schüsschen. André Schürrle. Würde. Ja, komm, komm, komm. Jetzt hier Ober. Ah, schade, schade, schade. Schade, Schokolade. Ich will nicht zu offensiv spielen, denn ich habe Angst vor der Offensive von Juve. Der ist drin, komm, der ist drin. Ich habe so ein Gefühl, dass die drei. Ja. Ich hatte es gerade in Urin. Jetzt können wir ruhig mal auf Angreifen gehen, oder? Bisschen Risiko, ein bisschen. Und ich wollte gerade sagen, wenn es 0-0 steht, sind wir halt weiter. Auch bei einem 1-1 wären wir weiter, aber. Och komm, das wäre eine perfekte Antwort gewesen. Jetzt müssen wir das Tor schießen. Komm bitte, wenn man so nah, beziehungsweise so eine Riesenchance hat aufs Halbfinale, dann will man das schon erreichen. Sie haben keinen Zugriff. Sie sollen mal den Ball kriegen hier. Und nicht hier die alte Dame spielen lassen. Abstoß. Solange es nur beim 0 zu 1 bleibt, haben wir halt alle Chancen. Kommt. Das schafft ihr schon. Wow. Was für eine Flugeinlage von Birki. Die sah ein bisschen merkwürdig aus, aber gut. So ein bisschen aus dem Stand heraus. Hey.
Wir dürfen kein zweites Gegentor sehen. Dann sehe ich schwarz. Dann sehe ich es wirklich schwarz für uns. Was könnte es denn ändern? Oba bleibt auf jeden Fall drin. So, das Reus in die Mitte tun, aber dann ist er verschenkt in der Mitte. So, gefühlt. Wow. Das hätte das 2-0 sein müssen. Komm. Ich muss irgendwas machen. Schulle auf die linke Seite, das ist ja seine Seite. Reus Schattenstürmer angreifen. Ich hoffe mal, dass das etwas bringt. Und wieder auf Standard. Irgendwie spielt meine Mannschaft nicht so gut, wenn ich auf Angreifen gehe. Komm, ein einziges Tor. Und kein Gegentor natürlich. Ein gut ausgespielter Angriff und das war's dann für uns. Also im positiven Sinne. Bisschen weiter nach vorne. Viel weiter aufgucken. Castro für Klaassen. Bender für Weigel. Direkt doppelt wechseln, um keine Zeit zu verlieren. Alles nach vorne. Mehr Risiko spielen. Foul von Dembélé. Das ist nicht unser Spiel. Juve ist eindeutig zu stark für uns. Wenn er reingeht, dann war's das. Und ein Fünkchen Hoffnung. Komm, das ist doch eine Motivation jetzt. Ein verdammtes Tor. Das tut weh. So eine Niederlage tut besonders weh. Vielleicht ist das ja die Chance. Boah, wie defensiv gerade Juve steht. Nee, Ober. So wird das nichts. Naja, wir haben uns ganz gut geschlagen. Und verglichen mit der Gruppenphase, die, obwohl wir weitergekommen sind, wie ich finde, katastrophal war. Vor allem auswärts natürlich. Haben wir uns gesteigert. Nach zwei Spielen mit einem Tordifferenz gegen Juve auszuscheiden. Und mehr oder weniger ebenbürtig gewesen zu sein. Ist halt gut. Ganz okay. Schade, schade, schade. Knapp im Viertelfinale ausgeschieden. So, dann konzentrieren wir uns jetzt halt auf die letzten 5 Spiele in der Bundesliga, um den 2. Platz zu sichern. Jetzt ist Bart Stuber wieder da. Und Andrei Jarmolenko. Och, das ärgert mich gerade schon extremst irgendwie. Und Leverkusen auch draußen? Knapp. Schade. Aber immerhin ein Sieg für die 5-Jahres-Wertung. Wie sieht's da eigentlich aus? 16,78 Punkte? Das ist ganz gut. Wie sieht es bei mir mit meinen Pullen aus? 3,625. Das ist, glaube ich, die Summe, die sie in echt sogar in dieser Saison geholt haben. Wirklich genau die gleiche Summe. 3,625 Punkte, wenn ich mich nicht komplett irre. Und Sokrates hat den Vertrag auch verlängert. Das ist mir egal.
Der 14. Platz für Darmstadt ist auch auf jeden Fall. Für deren Verhältnis ist er gut. Nee, ich will André Silva nicht mehr. So. Auswärtsspiel in Darmstadt. Da dürfen wir uns keine Blöße geben. So. Da wollen wir mal weiter. Die Moral meiner Mannschaft ist, wie man gerade vielleicht gesehen hat, durchschnittlich. Aber kann man verstehen. Weig und Klassen schalten ab. Professionell. Nicht was anderes. Die Spiel müssen wir gewinnen, das ist natürlich keine Frage. Da muss ich ja nichts zu sagen. Ne? Und direkt ein Elfmeter für uns. Das ist ein guter Start. Den schießt Jamolenko, oder? Linksfuß Jamolenko und 1-0 nach 50 Sekunden. Geht es für Darmstadt eigentlich noch für den um den Abstieg? Bestimmt, ne? Aber eigentlich ist klar, es ist 14. Was ein brutales Foul. Nicht. Ich wollte gerade sagen, wir spielen nicht unbedingt sehr konzentriert, so vom Gefühl her. Das kann doch nicht wahr sein. Wir hatten bisher nur einen Elfmeter, das war's eigentlich mit meiner Mannschaft. Mehr konnte man nicht. Mehr haben die nicht wirklich gerissen. Bisher in den ersten 20 Minuten. Und Klaassen bleibt einfach stehen und verliert den Ball. Ja, wieso nicht? Wieso nicht? Das kann nicht wahr sein. Komm, komm, Klassen. Nee, das ist schön. Das hat mich gerade etwas aufgeregt. Die haben wohl keinen Bock mehr irgendwie. Und warum sollten die auch, ne? Es geht ja um nichts mehr. Sind ja nur 2 Punkte Vorsprung auf Platz 5. Also wenn... Oh. Schöner Freistoß. Aber trotzdem, aus dem Spiel bisher nach gar nichts. Absolut nichts. Wieder ein Standard-Tor. Gut. 3 Schüsse, 3 Tore. Elfmeter, Freistoß, Eckball. Alles dabei, ne? Mehr gibt's nicht. Okay, ein Einwurf, aber das wäre ein bisschen schwierig. Krass, was meine Mannschaft da macht hinten. Spielen wirklich wieder wie noch vor einigen Wochen. Auswärts. Komm, das 4-3 für Darmstadt.
So offen, wie meine Mannschaft da hinten steht. Warte auf ihr Piszczek. Auch wenn er heiß zu sein schien. Und vielleicht sollten die mal auf Verteidigen gehen. Um halbwegs mehr Stabilität da hinten zu haben. Ich glaube, Oberstadt vielleicht doch nicht den Rekord von Gerd Müller. 8 Tore in den nächsten 4 Spielen, sollte heute keins schießen. Scheint mir etwas schwierig. So, Usman kann mal wieder rein. Ich glaube, diese Position, wo Castro und Klaassen spielen, ich glaube, es ist wirklich die, wo es praktisch immer eine gelbe Karte gibt, ne? Wenn es eine gibt. Angreifen. Jetzt fällt das 4:3 für uns. Doch, jetzt fällt das 4:3 für uns. Ihr werdet sehen. Nein. Anscheinend. Na. Och Mann, war das knapp. Bisschen genauer an der Ball drin gewesen. Ja, nur 3:3 in Darmstadt, ne? Das war nicht gut genug. So. Aber das war's dann auch schon für diese Folge und naja, wir haben jetzt noch 4 Spiele in dieser Saison und hoffen wir mal, dass wir mindestens Dritter werden. Den zweiten Platz haben wir ja wieder verloren und wenn wir weiter so spielen wie gerade, dann wird's schwer. Auch wenn die Gegner nicht unbedingt zu den Stärksten gehören. Aber Darmstadt ja auch nicht, ne? Naja. Naja. Ein Wort, was ich gerne sage. So. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao.